Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Jetzt die aktuelle Umfrage. Das denkt Österreich. Die Meinung der Bürger zur Politik mit der großen Studioanalyse. Jetzt die aktuelle Umfrage. Nur auf OE24TV. So, das war also Werner Kogler im großen und, wie ich meine, wirklich spannenden Interview über seine Regierungspläne. Zum ersten Mal wirklich ausführlich dazu Stellung genommen. Und jetzt ist es Zeit zu schauen, was halten denn die Österreicher von dieser türkis-grünen Regierung und wie steht es mit den Grünen und mit dem Partner der Grünen, mit dem Basti Fantasti. Und dazu bei mir im Studio Isabel Fantasti, Daniel, unsere Politinsiderin, die mit mir prinzipiell einmal sehr gerne diese Umfragen analysiert, weil sie sie wirklich bis ins kleinste Detail immer durchanalysiert. Danke, Isabel, fürs Kommen. Wir machen es heute kurz, ausführlich dann morgen. Heute mal nur ganz kurz vorweg, damit Sie wirklich am aktuellsten Stand sind aufgrund dieser neuen Research Affairs Umfrage. 1000 Befragte, ganz aktuell in dieser Woche von Sonntag bis heute Donnerstag, Mittwoch, Mittag und jetzt gerade aus dem Computer. Und hier ist sie, neue Sonntagsfrage und es tut sich so gut wie gar nichts, Isabel. Na, eine minimale Verschiebung. Sebastian genau. Kurz ist jetzt wieder auf 38% mit der ÖVP. Sebastian Kurz hat ja letzte Woche 1% verloren. Wir haben gesagt, das könnte darauf zurückzuführen sein, dass ihn ein paar FPÖ-Wähler wegen der türkis-grünen Regierungspläne verlassen. Offenbar nicht. Ich glaube, aber so wie man sieht, einen Kanzler erschüttert gar nichts. Das war offenbar statistische Schwankungsbreite. Er ist wieder dort, wo er immer war, bei 38%. Und keine Rede davon, dass ihn die ungefähr ein Drittel, das wären doch fast 10%, FPÖ-nahen Wähler verlassen wird. Keine Rede davon. Keine Rede davon. Keine Rede davon, dass sich Pamela Rendi-Wagner schon erfangen hat. Die bleibt an der Kante der 20%, wo man nicht weiß, ob sie froh sein soll, dass sie drüber ist oder Angst haben soll, dass sie drunter fällt. An sich ist es desaströs, aber wenn man die Stimmung bei der SPÖ kennt, weiß man, die sind glücklich, wenn sie 20% haben, weil sie panische Angst haben, dass die Umfragen Richtung 18% gehen können. Und sie hält diese 20%. Hut ab immerhin. Und dann Werner Kogler gewinnt derzeit auch nicht dazu, aber er hält seinen dritten Platz vor der FPÖ. 16% würden am Sonntag grün wählen, 2% mehr als bei der Nationalratswahl. Und wer hätte das noch vor nur einem Jahr geglaubt, dass die Grünen in Sonntagsfragen schon vor den Freiheitlichen liegen, die einfach auf diesen 15% jetzt festgefroren scheinen? Genau, die Blauen nach wie vor am Tiefpunkt. 15%, ihr schlechtestes Ergebnis seit vielen, vielen Jahren. Und da ändert auch der Norbert Hofer nichts dran. Immerhin schwacher Trost, es geht nicht weiter bergab in dieser Woche. Im Moment nicht. Also da gilt das Gleiche wie für die SPÖ. Das Halten des Ergebnisses ist schon ein Vorteil. Dafür für diese ein ganz minimales Minus bei den Neos. Das heißt, das Prozent, das Sebastian Kurz gewonnen hat, ist zumindest arithmetisch von den Neos gekommen. Aber alles im Rahmen der Schwankungsbreite. Eigentlich muss man sagen, derzeit keine innenpolitische Aufregung in Sicht. Alles wie es ist, das Land ist stabil, ob auch die Regierung stabil ist, sehen wir gleich. Und dann haben wir uns das jetzt wieder mal angeschaut nach Zielgruppen. Und da ist es spannend, da tut sich schon was. Gehen wir mal auf die Zielgruppe Jungwähler, also Alter 16 bis 19 Jahre. Und da sehen wir, die Grünen werden immer populärer. Das ist die Zielgruppe, die Grünen verstärkt in der Regierung will. Das ist die Zielgruppe, die sagt, Grün soll sozusagen die Nationalfarbe in Österreich werden. Und siehe da, plus 3% für die Grünen. Und die sind jetzt nur noch ganz knapp hinter der ÖVP, die 1% verliert. Wenn das so weitergeht, könnten die Grünen bei den Jungen bald Erster werden. Ja, es ist natürlich gerade besser gebildete Jüngere zieht es meistens zu den Grünen. Und ich glaube, da helfen auch diese Koalitionsverhandlungen, die jetzt starten. Das gibt den Jungen auch so ein bisschen einen Boost. Das ist unsere Partei und die Sympathien gehen dort eindeutig hin. Aber auch zur SPÖ, die 2 Prozentpunkte dazugewinnt und auf immerhin 22% Und ganz katastrophal bei den Jungen die FPÖ. Die haben bei den jungen Wählern
nur noch 9%. Wo sind die Zeiten eines Haider oder eines frühen Strache, als die FPÖ bei den Jungen noch Erster war? Die sind lang vorbei und ich glaube, die ewige Vergangenheitsorientierung der FPÖ schlägt sich gerade bei jungen Wählern sehr schlecht nieder. Und jetzt schauen wir umgekehrt, wie schaut es bei den älteren Wählern aus, weil das ja sozusagen das kommunizierende Gefäß ist. Also Alter über 60, 60 bis 69, man könnte auch sagen Pensionisten. Und da ist der große Profiteur der Regierungsverhandlungen Sebastian Kurz. Er ist derjenige, der klar zulegt, weil er einfach immer mehr Kanzlerbonus bekommt. Ja, aber ich finde diesen Wert da schon sehr spannend, weil man könnte ja glauben, dass gerade vielleicht ältere Wähler irritiert sind durch türkis-grüne Verhandlungen. Ist was ganz Neues, ganz im Gegenteil. Er hält und baut in der Plus-60-Generation sogar die Zustimmung aus. Das ist eigentlich schon die absolute 48%, muss man sagen. Also unglaublich. 1% plus bei den Pensionisten auch für Pamela Rendi-Wagner und die SPÖ. Dafür minus 1% für die Grünen, minus 2% für die Neos. Also diese jungen Parteien kommen bei den Älteren derzeit einfach weniger an. Und dann kommt die spannende Frage, welche Regierungsform wünschen sich die Österreicher? Und das ist die Frage, die sich derzeit alle stellen. Wen wollen denn die Österreicher in der Regierung haben? Es ist interessant, die Mehrheit ist bereits für ÖVP-Grüne, aber den wirklich großen Push für ÖVP-Grüne, den gibt es nach wie vor nicht. Wir hatten letzte Woche ein Plus von 1%, von 31 auf 32%. Und diesmal wieder 1% plus von 32 auf 33%. Das ist aber angesichts des medialen Rückenwinds und der Aufmerksamkeit, die diese Koalition hat, nicht wahnsinnig viel, Isabel, oder? Jein, weil wenn man sich zurückerinnert, wie polarisierend die Bundespräsidentenwahl war, wo eigentlich eine viel größere Mehrheit lange Zeit die Grünen abgelehnt hat, finde ich die 33% gar nicht mal so schlecht, weil sich das Bild hier völlig gedreht hat. Vor der Wahl gab es eine Zustimmung 6% für Türkis-Grün. Jetzt zum Beispiel für eine Koalition, die noch vor einem Jahr 56% Zustimmung hatte, nämlich ÖVP, FPÖ, nur mehr 24%. Also ich glaube schon, dass das ein Trend ist, genauso wie dass immerhin 23% überhaupt nichts sagen wollen. Die sind einfach noch zu unsicher, was das alles werden könnte. Also die Verunsicherung steigt, wir sehen das auch, plus 4%. Aber ich finde schon überraschend, dass diese türkis-blaue Koalitionsoption nicht weiter abstürzt, weil die ist ja nicht mehr sehr realistisch. Und die türkis-grüne, 33% ist ein wirklich guter Wert, aber von einer absoluten Mehrheit, sprich 50%, dass wirklich die Mehrheit der Österreicher dafür ist, ist es noch weit entfernt. Allerdings ÖVP, SPÖ ist also ganz unter ferner Liefen gelandet mit 12%, Minderheitsregierung noch schlechter. Das heißt eigentlich, das Land hat nur noch die Wahl zwischen Türkis-Grün und Türkis-Blau. Und da ist jetzt eine doch ganz klare Mehrheit für Türkis-Grün, muss man sagen. Und dann haben wir das natürlich angeschaut nach den Zielgruppen. Ja? Denn da stecken ja zwei Parteien dahinter, 33%, das sind ja alle Österreicher zusammen. Aber wie würden die ÖVP-Wähler entscheiden? Da sieht man bei den ÖVP-Wählern, gewinnt diese türkis-grüne Koalition deutlich an Sympathie. Und zwar jetzt, Woche für Woche. Jetzt sind schon 48%, wieder plus 4%. Wenn das noch eine Woche so weitergeht, hat diese Koalitionsform bei den ÖVP-Wählern die absolute Mehrheit mit mehr als 50%. ÖVP-FPÖ ist auf 18% zurückgefallen. Das ist ein ganz schwacher Wert. Also da hat wirklich eigentlich eine Verabschiedung von dieser Koalition stattgefunden bei den ÖVP-Wählern. Man könnte jetzt mutmaßen, dass bei diesen 18% vor allem eigentlich die neuen ÖVP-Wähler dabei sind, die von FPÖ zu ÖVP gewechselt sind und die Kernwähler der ÖVP mit dieser Koalition abgeschlossen haben. Das heißt, die Kernwähler sind jetzt klar für die Türkis-Grün. Dann gibt es ein paar, die sind noch für eine Minderheitsregierung und überhaupt nur 5% sind für ÖVP-SPÖ. Und jetzt schauen wir, wie schaut es bei den Grünwählern aus? Sind die dafür, sind die dagegen? Und da gibt es eine Riesenüberraschung, denn da sind 84% der Grünwähler mit weiter steigender Tendenz
für diese Koalition. Das heißt, das wirklich Spannende ist, dass die ÖVP-Wähler viel skeptischer sind als die Grünwähler. Ursprünglich hat man ja gemeint, die Grünen werden diese Koalition scheitern lassen. Na, keine Rede davon, die sind richtig euphorisch. Ja, vor allem Grünwähler haben ja zwei Motive. Einerseits wollen sie ihre Partei endlich einmal in einer Regierung sehen, zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einer Bundesregierung. Und zweitens, und den Antrieb würde ich nicht vergessen, von dem hatte die SPÖ immer profitiert, sie wollen eine Regierungsbeteiligung der Blauen verhindern. Genau. Also, und deswegen da diese kommt Werte. Die her. Genau. Einerseits wirklich die Hoffnung, dass jetzt in der Umweltpolitik und sowas passiert, genau. Aber gleichzeitig der Turbo noch dran, raus mit den Blauen aus ganz der Regierung genau. Und ausradieren, genau. Was die in diesem Land angerichtet ja, haben. Ja, und vor allem, du weißt, Leute wie Kickl dienen ja. Als sehr gutes Feindbild, das motiviert selbst linke Wähler der Grünen zu sagen, bitte geht's mit der ÖVP in eine Koalition. Man hört ja von immer mehr auch linken Grünwählern, dass sie echte Fans dieser neuen Regierung sind und dass sie sagen, radiert die Scheußlichkeiten aus. Ja. Ja? Also da ist wirklich auf dem Werner Kogler ein Riesenhoffnungspotenzial drauf. Sehr unglaublich, dass also fast schon bald, wenn es so weitergeht, 90% seiner Wähler in einer so divergenten Wählerschaft, wie das die Grünen sind, so eine Mehrheit hat es dort überhaupt noch nie gegeben für einen Parteiobmann, dass die bei so einem heiklen Thema zu 84% hinter Werner Kogler stehen. Also wenn er das jetzt noch gesehen hätte, er ist ja schon weg, aber vielleicht schaut er draußen noch zu, dann wird sein Herz lachen, weil das ist schon ein persönlicher Triumph für den Werner Kogler. Absolut, es zeigt, dass nicht nur seine Partei, sondern auch die Wähler hinter seiner Linie stehen. Und jetzt habe ich ja mit dem Werner Kogler auch zum ersten Mal offen über Ministerien geredet und er hat zum ersten Mal auch offen gesagt, welche er gern hätte. Jetzt schauen wir, welche Ministerien die Österreicher den Grünen gerne geben würden. Schauen wir auf die nächste Grafik. Und da sieht man links die grünen Pfeile. Je weiter es links nach außen geht und je höher die Prozentzahl, umso eher würden die Österreicher dieses Ministerium gern grün regiert haben. Alles, was über 50% ist, ist also sehr gut. Das heißt, die Österreicher wollen den Grünen unbedingt das Umweltministerium geben, 73%, ja, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist die grüne Kernkompetenz. Ja, und an zweiter Stelle, überraschend, weil das war bis jetzt eigentlich noch gar nicht in der Diskussion, sie würden Ihnen gern das Frauen- und Familienministerium geben. Doch, das ist überraschend, weil das medial noch gar nicht diskutiert wurde. Das stimmt, aber natürlich ist es logisch, weil die Grünen gelten als progressiver. Ich glaube, dann erwartet man sich auch mehr Kinderbetreuungsplätze, man erwartet sich ein fortschrittliches Frauenbild. Es ergibt schon eine gewisse Logik. Erstaunlicher finde ich, dass doch 52% auch sagen, das Sozialministerium spannend, soll. Spannend. Also die Grünen Mehrheit gehen. Würde Ihnen auch das Sozialministerium geben, eine ganz knappe Mehrheit auch das Kultur-Medienministerium und ganz knapp an einer Mehrheit sind Sie beim Bildungsministerium. Beim Bildungsministerium und genau. Alle anderen Ministerien also fallen klar an die ÖVP am deutlichsten das Ministerium, das keiner haben will, nämlich ja, genau. Das Verteidigungsministerium. Also diese heiße Kartoffel wird der Sebastian Kurz vermutlich nicht loswerden. Aber auch das Außenministerium, das derzeit diskutiert wird, sehen die Österreicher eindeutig bei der ÖVP. Auch das Finanzministerium logischerweise, das Wirtschaftsministerium und auch, weil das vielleicht auch noch diskussionswürdig wäre, das Justizministerium. Dann ist eine spannende Frage, die du ausgesucht hast noch, Isabel, nämlich, glauben Sie persönlich, dass es zu einer türkis-grünen Regierung kommen wird? Wie viel Prozent sagen das? Und das sind 68%. Das hat mich persönlich überrascht, dieser Wert. Weil Zweidrittelmehrheit. Eine Zweidrittelmehrheit. Wir wissen, wir Journalisten sind eigentlich viel vorsichtiger mit diesen das Prognosen. Das heißt, die Österreicher haben sich mit dieser Regierung abgefunden, schon abgefunden. Ganz genau. Die sagen, es kommt auf jeden Fall türkis-grün. Und ganz spannend ist, sie geben aber in ihrer großen Mehrheit, die Grafik haben wir nicht ausgesucht, der Regierung nur 2 Jahre. Das heißt, zwei Drittel der Österreicher sagen, nach 2 Jahren ist türkis-grün hin. Vielleicht fast 70%. Sich die Österreicher ein bisschen mehr Italien in Österreich. Genau, genau. Sie wollen öfter wählen gehen, offenbar. Und dann haben wir noch das Politbarometer zum Schluss. Ganz kurzer Blick aufs Politbarometer. Da haben wir, das wissen wir jetzt eh schon, immer unverändert Sebastian Kurz mit seinen 43%. Das wird schon langsam fad. Van der Bellen und Bierlein, die großen Gewinner der letzten Woche, haben eine kleine mathematische Kurskorrektur, würde ich sagen. Van der Bellen mit 40% noch immer bei seinem Bestwert.
Bierlein mit 36% noch immer sensationell. Werner Kogler 27% positiver Saldo. Um es genau zu sagen, 54%, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, halten von ihm viel und sehen ihn positiv. Und 27%, glaube ich, sehen ihn negativ. Aber das ist für einen Grünen ein wirklich 54% positive Bewertung ist sehr, sehr gut. Ja. Beate Meindl-Reisinger auch im Plusbereich, auch wenn sie ein kleines Minus hat. Ja. Norbert Hofer liegt in der Mitte, bei praktisch null. Randy Wagner schaut immer düster aus, -10%. Peter Pilz fast außer Konkurrenz schon. Herbert Kickl 44%. Und dann schauen wir immer, wie weit sozusagen kann man im Politbarometer nach unten kommen. Und da ist der 70er Vergangenheit, hat sich Strache, hat sich auf -69% verbessert. So, das war das Politbarometer. Wir machen eine kurze Werbepause. Und dann wird spannend. Dann sagen wir Ihnen nämlich, wie laut Meinungsforschungsinstituten die kommende Steiermark-Wahl ausgehen könnte. Und die ist ja schon in 2 Wochen fällig. Also, aufpassen, die Steiermark-Wahl kommt gleich. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Jetzt die aktuelle Umfrage. Das denkt Österreich. Die Meinung der Bürger zur Politik mit der großen Studioanalyse. Jetzt die aktuelle Umfrage. Nur auf OE24TV. So, und jetzt als kleine Draufgabe auf unsere wöchentliche bundesweite Umfrage von Research Affairs, die Steiermark-Umfrage, auch von Research Affairs durchgeführt, auch mit 1000 Befragten, also für die Steiermark schon sehr repräsentativ. Und ich habe vorher gesagt, in 2 Wochen, da habe ich mich vertan, das ist ja schon in 10 Tagen. In 10 Tagen wählt die Steiermark, das heißt, das ist die letzte Umfrage, weil in der nächsten Woche wird es keine mehr geben, laut Ehrenkodex dieser Umfrageinstitute. Das heißt, ein letztes Mal sehen wir, wie es in der Steiermark ausschaut und dazu auch ein bisschen die Trends und Tendenzen. Werfen wir einen Blick auf die letzte Umfrage für die Steiermark-Wahl, 10 Tage vor der Wahl. Und da sehen wir, am Sieger wird wohl nicht zu rütteln sein, obwohl er seit Wochen eine leicht negative Tendenz hat. Das ist der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer, der mit dem Rückenwind von Basti Fantasti immerhin auf 35% kommt. Das ist um einiges schwächer als das Nationalratswahlergebnis der ÖVP. Und es ist schon wieder -1%. Also im Finish kommt der Herr Schützenhöfer ganz schön in Schwitzen, Isabel. Ja, also er ist ja auch mehr schwarz als türkis. Ich glaube, ein bisschen türkisen Rückenwind hat, aber man darf auch nicht vergessen, die ÖVP lag ja bei der letzten Landtagswahl auf Platz 2. Bei knapp 29%. Knapp 29%, richtig. Ja. Das heißt, es ist eigentlich so oder so eine ziemliche Aufholjagd. Also er ist so oder so der Wahlgewinner, daran wird nicht zu rütteln sein. Das heißt, er wird sicherlich dazu gewinnen und sicherlich der Erste sein. Allerdings, wenn das so weitergeht, könnte es durchaus sein, dass dann nur 33 oder nur 32% steht. Der Trend spricht im Finish gegen Schützenhöfer, aber er ist so weit voraus und vor allem seit der Nationalratswahl, dann Kurz, so weit voraus, dass selbst die ungeschicktesten Auftritte von ihm ihm offenbar diesen Wahlsieg nicht mehr versauen können. Das glaube ich auch, weil das ist einfach, wir wissen, österreichweit ist diese Stimmung derzeit zumindest pro ÖVP und eben nicht pro SPÖ. Das waren, die waren früher Nummer 1. Aber es ist nicht der Wahlkampf des Schützenhöfer, denn er kommt von 39% und jetzt ist er bei 35%. Das muss man in einem Wahlkampf-Finish als Landeshauptmann erst einmal zusammenbringen. Aber überhaupt keine Frage, der hat den Sieg in der Tasche, weil da müsste ein Wunder geschehen. Also so einen Abstand in 10 Tagen einzuholen. Michael Schickhofer von der SPÖ noch überholen kann, obwohl, das muss man anerkennen, der einen wirklich sehr, sehr engagierten Wahlkampf im Finish macht. Der lag bei der Nationalratswahl bei 21%. Das heißt, der hat jetzt 2% zugelegt.
Das sieht man hier auch. Ja. 2% auch in der Umfrage zugelegt zur letzten Woche. Das heißt, im Finish versucht er jetzt da die ihm verloren gegangenen Wähler, vor allem im Murmürztal, wieder zu mobilisieren. Also wenn das so ausgeht, weil ich glaube, bei der Nationalratswahl hat die SPÖ sogar nur knapp 20% genau, in der Steiermark knapp gemacht. Über 20%, ja. Könnte die steirische SPÖ eigentlich auch, wenn sie von Platz 1 kommt, das letzte Mal dankbar sein? Ja, weil dann liegt sie über dem Schnitt. Die wünschen sich ja zumindest 25%, damit es als sozusagen blaues Auge durchgeht. Aber und wenn der Ziel, im Finish weiter so kämpft, der kämpft wirklich offenbar und der macht offenbar auch einen guten Wahlkampf, dann könnte der die 25% noch schaffen. Viel mehr wird nicht drin sein. So 25% Schickhofer, 33% Schützenhöfer, das könnte vielleicht der Trend der letzten Woche sein. Derzeit steht es 35-23. Auf Platz 3 vorerst nur Mario Kunasek, der kämpft auch wie ein Löwe, muss man sagen. Mehr Gegenwind ist nicht möglich, als der in den letzten Wochen kassiert hat. Von der Liederbuch-Affäre Zanger bis zum Wahldebakel der Gesamtpartei, ja. bis zum Desaster dieser Partei, bis zur Strache etc. Und der hält wie durch ein Wunder die Partei über 20%, nur minus 1% zur Vorwoche. Allerdings den Platz 2, den er so gern gehabt hätte, um mit Schützenhöfer in eine Koalition zu treten. Das wäre sein großer Wunsch. Genau. Na, das schaut derzeit nicht ganz danach aus. Ja? Also da müsste die SPÖ jetzt schon ziemliche Flops hinlegen in den letzten 10 Tagen. Derzeit wirkt es nicht so, als könnte die FPÖ den Platz 2 schaffen. Und dann ein Riesenachtungserfolg für die Grünen. Ja. Die Frau Krautwaschl, glaube ich, heißt sie, kann die 14% von der Nationalratswahl fast halten. Mit 13%, das ist ein Achtungserfolg für eine Partei, die es bisher in der Steiermark ja fast nicht gegeben hat. Ich glaube, die waren gar nicht im Landtag, oder? Ja, bin mir gar nicht sicher. Aber die kommen also da ziemlich von Zero in der Steiermark. Allerdings, auch das muss man sich anschauen, die 13% sind natürlich nicht ganz das, was die Grünen gern hätten. Denn wenn man Türkis und Grün zusammenrechnet in der Steiermark, dann kommt man jetzt nur noch auf 48%. Und ob das reicht für eine Koalition, das ist zu bezweifeln. Also eher anzunehmen ist, dass Türkis-Rot weiterregieren wird oder Schwarz-Rot weiterregieren wird in der Steiermark mit dann doch weiterhin 58% Mehrheit. Der Schützenhöfer gehört ja auch zum großkoalitionären Teil der ÖVP. Ist ein Großkoalitionär. Ja. Ich meine, wahrscheinlich hätte er sich bei einem fulminanten Wahlsieg für sich und einen fulminanten Wahlsieg für die Grünen das überlegt, aber danach schaut es nicht wirklich aus. Und dann gibt es 2 Parteien, die werden am Wahlabend zittern wie die Narischen, wenn man das so sagen darf. Das sind die Neos, die liegen genau bei 5%. Machen einen sehr engagierten Wahlkampf im Finish, aber ob es reicht, weiß man nicht. Und die KPÖ, die macht es überhaupt spannend, weil die liegt derzeit bei 4%. Und wenn die Neos und die KPÖ nicht reinkommen, dann geht sich Türkis-Grün natürlich aus. Weil ich würde nur die KPÖ, das ist für Leute, die jenseits der Steiermark zuschauen, vielleicht ein bisschen rätselhaft, das macht die KPÖ dort. Aber die KPÖ ist in der Steiermark schon sehr beliebt. Also ich würde und nicht die darf man nie unterschätzen, genau, weil die sind in Umfragen immer schlecht. Richtig. Und kommen dann mit einem Schlussbonus immer bei den Wählern heraus, weil es natürlich viele Wähler gibt, die nicht sagen, dass sie KPÖ wählen, weil sie denken, besser sage ich das nicht, und es dann tun. Und das heißt, mit den 4% ist die KPÖ mit ihrer sehr engagierten Spitzenkandidatin schon am Rande des Landtagseinzugs. Und dann geht sich natürlich Türkis-Grün nicht aus. Also, spannend. Der Landeshauptmann, obwohl im Sinkflug und obwohl stark unter Druck, bereits jetzt Wahlsieger mit 35%. Und auch wenn er im Finish noch auf 33 oder 32 zurückfällt, wird das an seinem Wahlsieg nichts ändern. Der Gegenkandidat, der junge Michael Schickhofer, der ja katastrophal gestartet ist, wo alle gesagt haben, der fällt unter 20%, holt jetzt im Wahlkampf stark auf, 23%. Mario Kunasek kämpft wie ein wilder Verteidigungsminister, der er ist, schießt aus allen Rohren, kann man sagen, und hält sich auf 20%. Die Grünen mit 13% schrammen wahrscheinlich knapp an der Regierung vorbei.
Und ob die NEOS und die KPÖ am Landtag vorbeischrammen, werden wir sehen. Ganz kurz noch, wie zufrieden sind die Steirer mit der Arbeit von Hermann Schützenhöfer? Da sehen wir insgesamt eine Zufriedenheit von 64%. Allerdings nicht rasend, weil nur 20% sehr zufrieden sind. Und wir kennen natürlich aus anderen Bundesländern, Tirol, Salzburg, da liegen die Landeshauptleute alle bei 70-80% Zufriedenheit. Das wundert mich auch, vor allem 20% sehr zufrieden ist eigentlich für einen Landeshauptmann kein guter Wert. Weil das ja zumindest seine ÖVP-Wähler, üblicherweise die eigenen Wähler, bei einem Landeshauptmann immer sehr zufrieden sagen. Und das sind 35%. Also der ist alles andere als ein rasender Kandidat. Und ich meine, insgesamt 36% nicht zufrieden sind für einen Landeshauptmann auch kein rasender Wert. Also das ist keine Katastrophe, aber es ist, wie du richtig sagst, nicht berauschend. Da gibt es bessere. Und jetzt, spannend, welche Regierung wäre nach der Wahl am besten für die Steiermark? Also welche Koalition wollen die Steirer? Und siehe da, die Steirer würden sich Türkis-Grün wünschen zu 29%. Dann Türkis-Blau zu 26% und Türkis-Rot zu 25%. Das heißt, alle drei Koalitionen eigentlich Kopf an Kopf. Mhm. Kann man würfeln. Aber ganz knapp würde Türkis-Grün die erste Wahl sein, der Steirer. Bin gespannt, ob es dazu kommen wird am übernächsten Sonntag, ob sich wirklich dann Türkis-Grün ausgeht. Dann wäre das spannend. Und dann noch geschwind zwei Fragen, die erklären, warum der Mario-Kunnow-Sektor solche Probleme hat. Nämlich hat die Liederbuch-Affäre des steirischen Abgeordneten Zanger Auswirkungen auf ihre Wahlentscheidung? 29% ja. Na, das ist niederschmetternd, weil so einen FPÖ-Einzelfall, der 29% Auswirkungen auf eine Wahlentscheidung hat, gab es seit dem Strache-Video nicht mehr, muss man sagen. Ja, wobei ich glaube, die 29%, die Ja sagen, sind die, die so und so nie FPÖ wählen Sagt würden. Sagt dann auch. Müsste man jetzt natürlich, sagst du völlig richtig, sagen, wie viele FPÖ-Wähler sind da drin. Aber das hat den Wahlkampf schon sehr beeinflusst. Und die dann Reaktionen auch die Frage, vor allem, soll Zanger zurücktreten? Und da auch 62% für den Zanger-Rücktritt. Also, das war die Steiermark-Umfrage. War spannend und insofern durchaus erhellend, als man sagen muss, die Steiermark-Wahl ist gelaufen, Schützenhöfer wird gewinnen, aber rasendes Freudenfest wird das eher keins werden, wenn der nicht in der letzten Sekunde noch einmal oder in der letzten Woche noch einmal den Trend umdreht und die riesige Watsche für die SPÖ, wo man sagt, da kommt das Erdbeben und Pamela Rendi-Wagner wird gestürzt und so, zeichnet sich derzeit eher auch nicht ab, auch wenn man sagen muss, 23% in der Steiermark sind eine Schande, natürlich, weil da war die Partei allem, einmal bei 40%. Genau, und vor allem, wenn du von Platz 1 kommst, darf man nicht vergessen. Die kommen von 29% und haben den Landeshauptmann ja verschenkt. Richtig. Und haben so oder so vermutlich 6% verloren. Mindestens, also werden wir sehen, wo sie landen. Isabel, wird spannend, der übernächste Sonntag. Das wird richtig spannend, weil es kann bundespolitische Auswirkungen haben? In der einen oder anderen Form garantiert, es könnte einen Boost für Türkis-Grün auslösen, wenn sich doch Türkis-Grün dort ausgeht und die Stimmung dann in Richtung Sieg für beide geht. Für die SPÖ wird es extrem spannend werden, wenn die SPÖ in der Steiermark nur auf 21% liegt, glaube ich, muss sich Pamela Rendi-Wagner sehr warm anziehen. Die braucht diese 25% in Wahrheit. Ja. Naja, sie darf vor allem auf keinen Fall, dürfen die dort unter dem Nationalratswahlergebnis liegen, das ja eh schon ein Desaster war. Ich glaube, bei 23% könnte eine Partei wie die SPÖ sagen, okay, soll sein, bleibt auch alles beim Fragen Alten. Fangen wir neu an, ja. Mhm. Aber wenn es drunter ist, glaube ich, bleibt kein Stein auf dem anderen. Und die FPÖ muss an der Zeit leider leid tun. Selbst Leute wie der Mario Kunasek, die ja immer eigentlich als positive Politiker gegolten haben, jetzt unabhängig von ihrem Weltbild, ja, aber eigentlich politisch keinen Fehler gemacht haben, kriegen da derzeit eine über die Rübe. Nein, der war vor allem, das muss man bedenken, der war in der Steiermark total beliebt und galt immer als der Super Mario und hätte weit mehr einheimsen können. Die FPÖ lag ja schon immer wieder auf Platz 1 bei Nationalratswahlen in der Steiermark. Und das Desaster der Bundes-FPÖ mit diesen ganzen Skandalen,
Skandalen, auch der schlechte Umgang mit dieser Nazi-Liederbuch-Affäre, hat ihn jetzt ziemlich nach unten gezogen. Also, der Super Mario muss sich noch anstrengen, wenn er Zweiter werden will. Und bei Schützenhöfer werden wir sehen, wo der landet. Da zwischen 32% und 38% ist alles drin. Möglich. Derzeit liegt er bei 35%. In dem Sinn, danke Isabel fürs Kommen. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann dürfen wir Ihnen ein neues Politduell vorstellen. Es sind zwei Leute aus der Medienbranche. Der Extradienst und Medienverleger Christian Mucher diskutiert gegen den Werbeunternehmer Christian Kapfer. Beide sind gleich hier.